wir gehen jetzt mal spazieren. Guten Morgen, herzlich willkommen zu Tag 90 aus der Türkei. Ja, es ist ganz, ganz herrlich angenehm gerade. Eine frische Brise, aber es ist schon... Ah, eine Katze. Es ist schon eine Katze. Komm hier. Komm zurück. Wir sind seit... Ich weiß nicht, 5 Uhr wach oder so. Wir sind halt aus dem Bett gefallen, ne, gefühlt, Livia. Alle schlafen noch. Wir haben schon gemalt. Ich habe schon ein bisschen... Ich werde hier auf Trab gehalten. Ich weiß. Hier ist der Spielplatz, ne? Und es ist so angenehm heute, weil es wird jetzt wieder wärmer hier. Endlich. Endlich wird es wärmer. Morgen bis zu 28 Grad. Wir wollten morgen mal zum Schwarzmeer fahren. Vielleicht auch heute schon. Mal schauen. Aber ich habe Warnungen bekommen. Da sind so Spülungen unterm, im Meer, unterm Wasser. Also es kann gefährlich sein. So wurde es geschrieben. Möchtest du schaukeln? Ich melde mich später noch mal langsam Schwung. Hui. Ein bisschen mehr noch? Ja. Okay. Hopp. Nein, da war ein die ist ein bisschen desolat. Ja, desolat. Desolat. Ja, bei uns schlafen noch alle. Dann wollte der Smurfy raus. Dann habe ich gedacht, komm, wir lassen alle schlafen. Ja, ich bin ganz unten an der Rutsche. Warst du gestern in Istanbul, Eti? Ja, mach Wetzi, Wetzi. Lauf bei Livia mit. Fein. Ehrlich? Ja. Dann zeig mir mal, wo der andere Spielplatz ist. Hier keine ohne Spielplatz. Smurfy, komm. Er muss ein bisschen Zeitung lesen hier. Smurfy Essen verteilt. Kann die Beagle-Nase ein bisschen hier Futter suchen. Und ja, wir haben hier unsere kleine Terrasse. Ganz nett. Hier haben wir nur unser Zelt ausgebreitet. Es hat ja geregnet zuletzt in Akisha, waren wir, glaube ich, wo der tolle Stellplatz war. Ja, isst du auch mal Futter. Ja, und dann ist es ganz nass geworden und weil ja also reingeregnet hat in den Wohnwagen und wir schnell los mussten, haben es nass eingepackt und jetzt hier getrocknet. Das können wir heute wieder einpacken. Das Wetter ist jetzt wieder sehr angenehm. Es war ja wirklich sehr kalt und nass schon hier in der Türkei. Also an der Ägäisküste und hier Istanbul ist sowieso sehr kühler. Weil du einmal unter den Weg. Okay, geh einmal. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ja, wir sind, ich werde nur mal gefragt, wo wir genau sind. Wir sind in Schiele heißt es, glaube ich, S-unten, I-L-E. Also das ist an der Bosporus, an der Schwarzmeer. Küste oben außerhalb von Istanbul gefahren. Ich habe gestern geguckt, 40 Kilometer bis nach Istanbul. Waren wir gestern drin in Istanbul. Es ist alles ruhig. Also war jetzt natürlich nicht in ganz Istanbul. Wir waren in Beşiktaş und darunter Fatih, glaube ich, heißt dieser Bezirk. Ich weiß es nicht ganz genau. Da, wo die Hagia Sophia oder Hagia Sophia, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist. Und da war wirklich sehr ruhig. Also, da, ja gut, es war viel Verkehr, aber da war nichts Auffälliges. So. Egon. So, dann können wir den wieder wegbringen. Das ist nicht mal der Zug, sondern der Lack.
Hier gibt es Sachen. Wow. Oh, das ist leer, leider. Ja, das ist aber Küchenspray, kein Badreiniger. Das wäre cool gewesen. Das war er alt geworden. Das liegt am Futter, glaube ich. Ja, ich weiß. Das haben wir ja schon mal gesagt. Dann bist du barf und ich hier der Ranzige. Ja, aber selbst wenn wir den hier barfen würden, der holt sich aus den Büschen sämtlichen Unbarf. Hm, sollen wir die abmachen? Ja, wo ist denn das Werkzeug? Das habe ich in der Hand. Hier. Okay. Und dann müssen wir das hier drunter. Was er zu seinem nächsten Geburtstag wünscht. Ja, kriegt er ja immer ein Törtchen. Und dann können wir das so hebeln. Oder auch nicht. Das ist aber warm. Das geht nur mit den kurzen, Livia. Boah, Flieger! Du hältst den fest? Ja. Ja? Hier. So, jetzt sind richtig sommerliche Temperaturen. Ich saß gerade mit den Kindern draußen. Oh, die Wespe. Wir müssen Fliegengitter vormachen. Ja, Wespe ist hier. Deswegen habe ich... Hier sind 10 drin. Okay. Achtung, es ist heiß. Kinder. Achtung, heiß. Gesundheit. Ja, super. Cola haben wir. Salat. Oh, es ist so heiß. Wir haben uns jetzt mal ein Bikini angezogen. Es geht jetzt zum Schwarzmeer für uns. Und ich hoffe, dass wir da reingehen können. Also hier in der Wohnung ist es echt heiß jetzt. Ich weiß nicht, wo die Klimaanlage hier kommen soll, die ja da steht. Und die Rohre gehen da rein. Und da ist ein Loch in der Wand. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich jetzt hier bestimmt 30 Grad drin. Jetzt geht's ab für uns. Ich bin gespannt. Ich dachte, man muss da aufdrücken. Ja, jetzt sitzt du wahrscheinlich da drin, ne? Ah, okay. Juxel. Und hat aufgejuxelt. Manchmal sitzt er da halt nicht. Hat der Kabine hier die Ding hier? Nee, die sind im Kofferraum, meine ich. Oder so. Du willst vorne sitzen? Sehr gerne. In 500 Meter den Kreisverkehr an der vierten Ausfahrt auf. Scooter kann diese. Uns mal eben einen Parkplatz. Boah, stinkt ganz schön, aber jetzt passt der Arsch in die Parklücke. Boah, das ist echt mega. Guckt euch das mal an hier, die Felsen und die Festung da oben. Wow, also wir sind in Chile oder Chile, ich weiß nicht, wie man es sagt. Bei Istanbul. Und da ist das Schwarze Meer, da gehen wir jetzt mal hin. Oh, wo sind wir hier? Riecht alles nach Fisch hier. Das ist hier Melonen-LKW. Probieren wir gerade. Und wie schmeckt er? Can I try? Super. Ist lecker. Und hier ist sowieso ein kleiner Bazar. So ein Salipasari aufgebaut. Da hinten so Stände mit Klimbim und Souvenirs, Eier, Knoblauch, es gibt geröstete Kastanien. Eine 1,50 Euro oder Kilo? Alles duftet herrlich nach den gerösteten Kastanien. Und wie ist die? Besser oder? Ein bisschen besser. Die andere war süßer. Schön. Spielst du Hund? Und da hinten kann man am Strand, da können wir jetzt mal hingehen. Ja, fein! Boah,
Das ist ja schön. Und kalt. Ja, aber schön. Guck mal, Smurfy. Oh, Etty. Fein. Sieh aus, deine Schuhe, Olivia. Fein, Etty. Sieht ja schön aus. Für Mama. Danke. Du sammelst Steine? Mach das mal. Sollen wir mal da hinlaufen gleich? Ja, da ist ganz tief, Livia. Ach, du willst da hinten laufen? Das machen wir gleich zusammen. In die Höhle. Ja, lauf. Ja, lauf. Soll ich mitkommen? Wir machen jetzt den Wassertest. Da hinten ein Chai getrunken. Papa ist da jetzt mit dem Smurfy und ich wollte jetzt mal mit den Kindern dahin laufen zu der Schlucht. Und das ist ein Schloss da oben. Das wurde 2015 restauriert und stand in der Kritik, weil das aussieht wie SpongeBob. Und wir haben gesagt, das sieht aus wie Bart Simpson. Bart Simpson, ja, wegen den Haaren, ne? Oder Haare. Das ist schon schön hier, wirklich. Guck dir das mal an, die Schlucht. Toll. Ja, toll, ne? Boah, da oben wächst einfach ein Feigenbaum. Ich soll kommen? Was zeigst du mir? Boah, guck mal, wir sind hier drin in der Höhle. Wie schön das ist. Guckt euch das an. Hier sind Muscheln, Livia. Guck mal. Boah, ich habe in der Türkei... Unten am Mittelmeer, da haben wir nie Muscheln gesehen, so wirklich. So gebrochene Muscheln. Boah. Toll sieht das aus. Wo die Muscheln herkommen? Aus dem Meer. Boah, guck mal. Perlmutt, die glänzen richtig toll. Sollen wir mal hier rein? Wie sich das Wasser auf der Seite. Es fühlt sich jetzt voll warm an hier, weil das nicht so... Guck mal, Livia, hier Algen. Wow! Wirklich, wie sehr riecht man? Riecht das nach Fisch? Weil Algen sollen ja auch Jod enthalten. Da, ne? Ja, Algen. Und guck mal, hier sind so Muscheln dran. Da. Ist hier Ebbe und Flut im Schwarzmeer? Komm, wo sind deine Schuhe, Olivia? Zieh die mal an, dann kannst du da drauf. Ja, schon toll die Natur. Ja, wir gehen wieder ins warme Wasser. Hier kommen wir nicht weiter. Hier wird es auch kalt, das Wasser. Hier sind überall so kleine Becken, wo man schwimmen kann oder planschen. Komm, gib mir eine Hand, ich helfe dir. So. Ist da eine Muschel? So, ihr Lieben, ich wollte den Vlog jetzt beenden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei diesem wunderbaren Ausflug, den wir heute machen durften und erleben durften mit unseren Kindern. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei, wenn es heißt, ein neuer Daily Vlog aus der Türkei in Chile. Wir haben heute übrigens noch angerufen, geschrieben beim Wohnwagen. Es ist noch nicht fertig. Wir müssen uns noch in Geduld üben. Heute ist Samstag. Ich hoffe, bis Montag wird er fertig. Drückt uns die Däumchen. Tschüss.